So, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück. Gestern haben wir uns den Weg aufs Airfield gebahnt von der Wibauer Militärbasis. Hatten ein wenig Glück, zwei freundliche Spieler, die genauso gut hätten schießen können an der Basis. Toi, toi, toi. So, dementsprechend wagen wir uns jetzt mal langsam vor. Ich bin nur gerade. Ja, wagen wir uns mal langsam vor, genau. Wie wagen wir uns vor? Ich würde sagen, ich nehme hier unten das Prison und die Baracke mal mit. Was soll der Geiz? Waffe ziehen wir mal. Und wenn ich da nicht fündig werde, werde ich wahrscheinlich einmal komplett außenrum über die Mauer und dann hinten hinter den Hangars wieder zurück, um dort dann halt mich von der Seite ranzuwagen. Weil einmal quer übers Airfield laufen ist so eine Sache, wo ich sage, guter Mosin-Schütze hätte leichtes Spiel. Ich könnte natürlich im Zickzack rüber, aber bei meinem Glück werde ich im Zickzack die Kugel eher auffangen, als dass ich hier ausweiche. Ich werde auch nicht großartig viel Zeit verlieren. Also entweder werde ich jemanden überraschen. Oh, habt ihr es gerade gesehen? Da lag ein Trommelmagazin. Nee, ist kein Trommelmagazin. Hätte ja sein können. Was ist denn das? Oh Gott. Really? Wir nehmen es mal mit. Potenzielle Gefahr für Waffen. Gott. Für Waffen dieser Art. Noch Platz dafür? Rein theoretisch nicht. Wir lassen mal das Basecap hier. Dann weiß jeder, dass ich hier war. Was liegt da drunter? Ein Gorka-Helm, ne? Genau. Gut. Wie ich es mir gedacht habe. Oh Gott, blöder Zombie, Alter. Das wundert mich jetzt gerade, dass das da unten aufploppt. Eigentlich hatte ich das ausgeschalten. Aber gut, kann man nichts machen. Hallo, ist irgendjemand hier? Ich hoffe nicht. Mist. Oh Gott. Kam der jetzt echt von draußen? Oder von drinnen? Oh, komm schon. Really? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Was ist los mit dem Server? Ich guck gerade mal in der Shoutbox, ob irgendwas bekannt ist. Hallo? View Content? Genau. Oh Gott. Use. Aber wenn hier jemand drinnen sitzen würde, wäre der Zombie doch rein theoretisch auf den raufgegangen, oder? Oh Mann, oh Mann. Oha. Könnte ich rein theoretisch mal tun, ne? Zumindest hier auf dem Airfield. Jetzt nur die Frage, was lasse ich vor lauter Schreck mal hier? Habe ich eine Derringer? Ich habe keine Derringer, also kann auch die Munition hier bleiben. Gut, Mütze haben wir. Halt, was ist das? Ach Gott, okay. Die Dinger könnt ihr übrigens liegen lassen. Also das ist der größte Schmarrn, den es gibt. Keine Ahnung, warum sie die eingeführt haben. Weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber wie gesagt, taugen gar nichts. Gut, nicht fündig geworden. Was zum Teufel ist das denn? Okay. Ein Zaunfall wahrscheinlich. Gut, dann werden wir uns einmal auf die andere Seite durchschlagen. Oder gehe ich einfach das Risiko ein? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, ich weiß. Daneben.
Waffe wegstecken. Mädel? Also irgendwie ist was gerade im Argen mit dem Server. Server oder es ist vielleicht auch meine Leitung. Ich hoffe natürlich nicht. Ich höre jetzt gerade ein bisschen genauer hin, ob ich vielleicht Schüsse höre oder ähnliches. Aber m-m. Aktuell scheint es tatsächlich ruhig zu sein. Ich meine, gut, ich könnte natürlich auch. Warum eigentlich nicht? Hätte ich auch gleich mal dran denken können. Einfach auf der Seite. Weiter, es kommen ja nachher hinten noch die beiden Hallen und das Sunny-Zelt, wo man unter Umständen auch was findet. Dann kommt ja die. Pardon für diese Geräusche, die ihr gerade hört. Das ist das. Na, nun sagt mal, das Headset-Kabel, das musste ich gerade ein bisschen nachziehen. Ja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, das kommt ja das Sunny-Zelt nachher noch und dann am Ende dieses Militärlager oder Zeltlager, wo man auch ein bisschen Loot findet. Allerdings mit den Waffen ist das so eine Sache, da habe ich auch schon ewig keine mehr gefunden. Sehr merkwürdig, ich fühle mich trotzdem noch nicht so wirklich wohl hier. Auch wenn es ruhig ist, aber ich glaube, das ist normal. Solo hier beim R4 zu toben. Gut, jetzt gehen wir mal auf der Innenseite. Wahrscheinlich steht hier zwischen den Tannen irgendjemand. Ich werde gleich mal hier hinten in der Tanne. Okay, also doch. So nicht. Mal gleich durch meine Longhorns spionieren, ob da irgendwas zu sehen ist hinten auf dem Airfield. Lass doch los, Mädchen. Bin gerade ein bisschen ruhiger. Ich habe nämlich gerade noch eine SMS bekommen. Die kann ich jetzt aktuell auch nicht beantworten. Nee, ich bin für meinen Geschmack nicht dicht genug dran, ne? Komm schon. Also irgendwas ist mit dem Server nicht. Das ist. Ich würde gerne die Waffe wegstecken, aber gerade macht er wieder gar nichts. Aber schon wieder down oder was? Ne, das macht er. Okay, das ist ja jetzt strange. Gut. Das heißt, es ist Beeilung. Bis man hinten am Wald ist, dauert es natürlich ein Weilchen. Gut, andersrum ist der Weg, den wir jetzt hier gerade gewählt haben, sowieso ein Ticken besser. Wenn ich mich nur auf den Rückseiten der Hangars durchgeschlagen habe und nichts passiert ist, kann ich von da aus natürlich recht zügig nach Kraschino und von Kraschino nach Severograd. Also mit anderen Worten mache ich gerade alles richtig. Wenn mir jetzt nicht gerade ein Headshot um die Ohren fliegt oder eine Kugel um die Ohren fliegt, ist das, glaube ich, sowieso der bessere Weg, als wenn ich einmal komplett ums Airfield laufe. Davon habt ihr dann auch nicht was. Auch nichts.
Ich bin irgendwie. Warum ist das so ruhig hier? Nini auf dem Server oder nicht auf der. Uiuiui, okay, also es ist einiges hier drauf. An Spielern. Server ist, wenn nicht sogar voll. Es sollte mich wundern, wenn hier keiner ist. Es sollte mich wundern, wenn hier keiner. Doch, ist richtig, ne? War geil. War gutes Deutsch. War so richtig. Oh mein Gott. Really, jetzt mache ich mir Gedanken über die Sätze, die ich gesprochen habe. Ich habe echt andere Sorgen. Oder vielleicht auch gerade deswegen. Ah, tja. Oh Gott, ist der Weg lang. Tatsache, ist das ein. Oh Mann, ist das. Nee, ist nur die Barackenseite. Ich habe gerade gedacht, da steht ein Heli. Oder liegt ein Heli in dem Fall. Ich wusste gar nicht, dass das eher viel zu lange ist. Letztes Mal, wo ich hier war, bin ich mit dem LKW rübergefahren. Ah, hätte ich vielleicht auch mal gucken können. Natürlich einmal gegen den Baum. Also ich denke mal, wenn, dann wurde ich schon längst gespottet. Aber das ist auch ein bisschen Sinn und Zweck der ganzen Sache. So, da kommen die beiden Hangars und beziehungsweise Hallen und das Sunny-Zelt. Werde ich natürlich auch reingehen. Und dann von da aus, ja, zum Zeltlager. So, ich werde jetzt aber nochmal ganz kurz in der Tanne warten. Okay, hier steht sogar noch ein Zombie. Oh, krass. Hängt das immer noch damit zusammen, dass sie so aus der Puste ist? Ey, oh mein Gott. Jetzt habe ich versehentlich das Spiel minimiert, weil der Mauszeiger auf den falschen Bildschirm raufgerutscht ist. Nee, das ist okay. Energized, hydrated sind wir, aber durch den Zombie-Schlag wahrscheinlich nicht mehr gesund. Wartet mal, ich hau mir mal ganz kurz noch eine. Aha. Noch eine Dose Essen hinter. Okay, das ist jetzt unheimlich. Doch, der. Hat er mich essen gehört? Blödes Vieh, Alter. Das Skurrile an der ganzen Sache ist, ich habe von der Geräuschkulisse jetzt gedacht, dass der von hinten kommt, der Zombie. Blödes Dolby Surround. Mal ist es gut, mal nicht. In dem Fall war es jetzt nicht so gut. Ich habe gedacht, da schleicht sich jemand von hinten ran, aber gut. Ja, natürlich. Wir steigen jetzt noch einmal über den Zaun. Ah, lass mich rein. Okay, jetzt habe ich eh Aggro gezogen. Jetzt muss ich da durch. Kann ich noch kombinieren? Zieh die Waffe. Oh, wie die mehr treffen. Nee, 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 nee. My body feels wet. Okay. Ich werde mich natürlich hier nochmal ganz kurz durchfuttern. Hier liegen viele gesunde Sachen rum. Wahrscheinlich ist das irgendwann mein Todesurteil. Wie kommt man auf die Idee, auf der Militärbasis in einem Medic-Zelt mal ganz dezent was zu essen? Oh, meine Güte. Ich
Ich gebe es ja nicht auf, ne? Vielleicht irgendwann mal. Gucken wir nochmal ganz kurz unten drunter liegend. Wobei ich, ja, seht mal hier. Das ist das, was ich meine. Das ist jetzt nicht die Orange, die da hinten liegt, sondern das ist Zeugs, was hier im Boden gebackt ist. Vielleicht sollte ich hier doch nochmal ganz kurz drüber laufen. Ich meine, früher ist gut, früher ist noch gar nicht so lange her, hat man auch mal eine SKS oder ähnliches hier drin gefunden. Früher klingt echt lange, ne? Nehmen wir mit? Oder auch nicht? Nehmen wir nicht mit? Eigentlich doch, machen wir. Jungs, Mädels, alle, die ihr mich hier gerade edit, vielleicht weil ihr gerade meine Let's Plays gesehen habt oder hier auf dem Server unterwegs seid, nehmt es mir nicht übel, ich nehme leider keine Leute bei Steam an. Aber ich denke, wenn ihr hier unterwegs seid, dass wir uns früher oder später sehen werden, weil ich doch diesen Server sehr mag und gerne Zeit hier drauf verbringe. Meine Güte, die waren auch schon mal besser bestückt, so raus, links in den Busch rein. Die Situation spotten. So, jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich mich eigentlich richtig, richtig unwohl fühle. Das Zeltlager ist nicht so meins. Gehört aber leider zum Test mit dazu. Steht da etwa ein LKW? Nee, ne? Das, ja, schon, aber nicht ein fahrbarer. Und dann werden wir gleich mal das Zeltlager unter der Lupe geben. Oh, unter der Lupe nehmen. So. Soweit auch nicht zu sehen. Aber das machen wir dann natürlich erst in der nächsten Folge. Ich weiß, das ist natürlich jetzt ziemlich gemein. Aber nichtsdestotrotz, morgen wieder einschalten, dann wird die gesamte Zeltstadt mitgenommen. Und drückt die Daumen, dass da nicht schon jemand auf mich wartet. Alles möglich, alles möglich. Bis dann, meine Hübschen. Einfach morgen wieder einschalten.